Hallo, ich bin's, Ben Suppé, ich bin Schreinergeselle. Ich habe in meiner Geschichte recht viel erlebt. Ich war bei den WorldSkills 2022 der Möbelschreiner, habe eine Medal of Excellence gewonnen, hier zu sehen. Genau, und zu dieser Geschichte möchte ich euch heute hier bei BM ein bisschen was erzählen und euch eben meinen Werdegang vorstellen. Meine Geschichte begann eigentlich ganz spannend, und zwar beim Ende meiner Ausbildung. Es hat alles geendet mit einer Abschlussprüfung, die im Schreinerhandwerk ja oder im Tischlerhandwerk mit einem Gesellenstück endet und einer praktischen Prüfung. Beide habe ich damals als Bester bestanden, meine Innung. Das heißt, ich war Innungssieger. Das heißt, ich habe ein super Gesellenstück gemacht und war Bester bei dieser praktischen Prüfung, wo man ein kleines Kästchen oder ein Schränkchen, einen Schlüsselaufhänger bauen muss. Und in diesem Kontext wurde ich dann eingeladen zu einem Wettbewerb. Bis dato wusste ich noch gar nicht, dass es da irgendwie was gibt. Das Ganze war dann die Oberbayerische Meisterschaft, die hat in München stattgefunden, wo es darum ging, dass wirklich die Innungssieger aus der Region gegeneinander wieder antreten, eine ähnliche Aufgabe kriegen und wieder ein Stückchen bauen müssen in vergleichbarer Zeit. Bei diesem Stück habe ich so ein Schlüsselkästchen gemacht, wie davor auch schon, habe den ersten Platz belegen können, was irgendwie unerwartet war, weil ich mir gedacht habe, ich bin ja irgendwie ein normaler kleiner Schreiner und bin jetzt nichts Besonderes, und habe irgendwie mit meinem Handwerk wieder hervorstechen können. Daraufhin habe ich dann bei dem nächsten Wettbewerb teilnehmen dürfen. Das war dann die Bayerische Meisterschaft. Es war dann schon spannender. Es war in Garmisch auf der also in der Schule für Holz und Gestaltung. Das war dann auch mit Rahmenprogramm. Wir sind auf die Zugspitze gefahren und hatten ein tolles Abendessen. Das war schon spannend. In diesem Zuge habe ich schon wieder gewinnen können. Das war irgendwie nie mein Plan. Ich wollte eigentlich immer nur Spaß haben. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass es recht weit gegangen ist. In diesem Zuge wurde ich dann auch eingeladen zur Deutschen Meisterschaft, was für mich erstmal so ein Aha-Moment war, weil ich mir gedacht habe, krass, ich als der Schreiner aus dem kleinen Ort ist jetzt auf einer deutschen Meisterschaft eingeladen. Ja, dann habe ich mir davor ein bisschen Zeit genommen, habe mir eine Woche freigenommen, habe für zu Hause ein kleines Möbelstück gebaut mit Verbindungen, wo ich mir gedacht habe, das wäre vielleicht spannend, da ein bisschen Übung zu kriegen, weil ich wusste, auf der deutschen Meisterschaft wird irgendwie mehr erwartet, wie jetzt ein 6-stündiges Projekt. Dann bin ich da hingefahren, dann gab es da so ein kleines Rahmenprogramm auch, und man hat viele Leute kennengelernt, logischerweise, es waren die Bundesländer vertreten, und ich habe mir schon gedacht, ja, jetzt wird es nicht mehr so einfach und die Konkurrenz ist bestimmt deutlich besser wie ich. Dann war das Projekt komplizierter, wir hatten 19 Stunden Zeit und mussten wirklich ein Möbelstück bauen, und da war eine Schublade dabei mit Massivholzverbindungen dann auch und Furnierarbeit. Ich musste zum ersten Mal eine Kreuzfuge machen, wo ich mir gedacht habe, was mache ich denn da überhaupt, so ungefähr. Und das war schon echt spannend. Und in dieser Zeit habe ich mein Bestes gegeben, hatte wieder Spaß, und das hat dazu geführt, dass ich wieder weitergekommen bin, was überhaupt nicht mein Plan war. Mir ist echt das Herz in die Hose gerutscht, wo ich dann als erster Platz gekürt wurde. Ich wusste nicht mehr, wie ich grinsen soll, und es war echt spannend. Dann beim Heimfahren ist mir erstmal so klar geworden, ich bin jetzt Deutschlands bester Schreinergeselle für dieses Jahr, und das kann mir keiner mehr nehmen. Und mit diesem Platz habe ich mir automatisch einen Platz im deutschen Team gesichert, was bedeutet, ich bin potenzieller Teilnehmer an der Weltmeisterschaft. Und da war mir erstmal klar, was das überhaupt jetzt für eine Bedeutung hat für mich und was da vielleicht auf mich zukommt, und mir ist erstmal mulmig gewesen. Aber natürlich ist es ein tolles Gefühl. Naja, ab diesem Zeitpunkt stand fest, dass ich auf jeden Fall im Team bin, genauso wie zwei andere Schreinergesellen. Und wir haben alle die Chance gehabt, potenziell zur WM zu fahren. Ab diesem Zeitpunkt wurden wir eingeladen, auf die nächste deutsche Meisterschaft zu fahren. Es war dann eine Trainingsmaßnahme, wo wir außer Konkurrenz mitmachen konnten, nur um mehr Erfahrung im Wettbewerb zu haben, eine andere Aufgabe zu bekommen und einfach ein bisschen routinierter zu werden. Natürlich der Hintergedanke war auch, wir waren noch drei, es dürfen nur zwei fahren und es muss noch ausgesucht werden. Also wurde mitbewertet und geguckt, wie sich die Leute verbessern, wer ein bisschen schlechter ist oder wo die Stärken liegen. Ab diesem Zeitpunkt war es natürlich so, es musste ausgesucht werden, wer jetzt fahren darf von diesen drei Leuten. Und es gab einen letzten Wettbewerb, der war sehr kurz. Das war über eine
eine oder zwei Stunden. Das war bei Diktum in München. Das war ganz spannend. Wir hatten einen Kurs, wie man Werkzeug schärft, und danach war dann irgendwie auch so wirklich der Wettbewerb noch. Wir hatten schon den Einblick, was für die zwei, die weiterkommen, an Werkzeug zur Verfügung gestellt wird. Schon mit dem Hintergedanken, ihr müsst es dann auch benutzen, wenn es soweit ist. Das war natürlich ein Riesenansporn. Jeder hat nochmal sein Bestes gegeben, und das war auch so der erste Moment, wo ich so ein bisschen an so einen Knackpunkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kommen Aufgaben, die nicht mehr einfach nur ausführbar sind, sondern ich muss einfach wirklich mein Hirn anstrengen, wie ich in der Zeit jetzt auch noch so ein komplexes Werkstück mit einer Verbindung, die ich so noch nie gemacht habe, auch umsetzen kann. Und das war schon auch ein cooles Erlebnis. In diesem Zuge hat natürlich auch die Wertung von den vorherigen Entscheidungen so ein bisschen mit eingeflossen, wer jetzt vielleicht weiterkommt. In dem Zuge wurde Tom Weber und eben ich dann ausgewählt. Wir konnten an sich auswählen, welchen Bereich wir belegen wollen, ob jetzt Bau- oder Möbelschreiner. Die Entscheidung habe ich Tom überlassen, der zum Glück gesagt hat, er macht den Bauschreiner und ich dann beim Möbelschreiner gelandet bin. Genau. Und ab diesem Zeitpunkt ging es eigentlich weiter, dass wir dann schon Termine bekommen haben für die festen Trainingswochen. Da hatten wir 5 Stück in Summe. Die waren so monatsweise verteilt. Das hat dann bedeutet, dass wir zu unseren Trainern gefahren sind und wirklich da Maschinen kennengelernt haben, unser ganzes Ausrüstungsequipment, unsere Arbeitsvorgehensweisen, die einfach komplett anders waren, wie man es gewohnt war, weil man nicht mehr jetzt händisch Schlitz und Zapfen macht, sondern alles fräst, weil das viel schneller und genauer wird. Und man sich eigentlich erstmal auf neue Arbeitsweisen einstellen musste, was erstmal schwierig war, bis man verstehen konnte, dass es deutlich schneller und besser auch wird. Und das war schon ein Prozess, sich dahin zu arbeiten, dass die Perfektion so ist, wie es gefordert wird, weil man die einfach im Alltag nicht braucht und kennt. Das ist wirklich eine Perfektion bei einer Verbindung, die im besten Fall wie ein Bierdeckel einen Schnappverschluss ploppt, wenn sie auseinandergezogen wird. Oder wie ein Buttermesser, das einfach ein Stück Butter reinfährt, wenn man einen Zapfen in so einen Schlitz reinsteckt. Und das ist wirklich was, was man einfach nur üben kann. Und ab diesem Zeitpunkt, wo es geploppt hat bei den Verbindungen, wusste ich, dass ich wirklich bereit bin und fahren kann. Und das war auch ein gutes Gefühl, weil ich wusste, ich habe mein Bestes gegeben an Vorbereitung und bin so weit, dass ich sagen kann, ich habe jetzt kein Defizit und kann es wirklich probieren, mein Bestes geben. Natürlich in dieser Zeit ist deutlich mehr passiert, wie jetzt nur eine ploppende Verbindung und ein bisschen 5 Wochen Training. Ich hatte eine spannende Zeit, das waren in Summe 9 Monate. Ich habe erst noch währenddessen normal gearbeitet, habe irgendwann dann ein bisschen Stunden reduziert und Überstunden gesammelt, habe viel an Wochenenden trainiert, unter der Woche. Das waren dann oft auch Wochen mit 60, 70 Stunden, das habe ich auch nicht lang durchgehalten. Dann gab es meistens irgendwann eine Phase, wo ich keinen Bock mehr hatte. Da habe ich mir gedacht, warum mache ich das eigentlich? So, und dann kam aber immer wieder so eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich werde besser und es macht eigentlich Spaß. Und ich kann mich immer noch verbessern, immer besser werden, immer schneller. Und das ist auch das, was mich an diesem Handwerk so begeistert, dass das einfach, da geht immer noch was voran. Und das ist einfach schön. Und dann war es halt einfach so, dass ich mich gesteigert habe und gesteigert, und dann ist das aber immer mehr geworden, bis ich beschlossen habe, ich lasse das mit dem Arbeiten nebenbei. Ich konnte mir das erlauben. Ich habe ein bisschen gespart vorher, so dass ich wirklich 3 Monate dann in Summe eigentlich arbeitslos war und für mich trainiert habe. Ich hatte das Glück, dass ich viel Unterstützung in der Zeit gewonnen habe durch Leute, die gesagt haben, sie finden es super, was ich mache und wollen mir helfen, in dem Sinne, dass ich in Werkstätten konnte, dass ich Material gesponsert bekommen habe oder auch Werkzeug. Und das war wirklich die Unterstützung, die ich gebraucht habe, so der Gegenwert und auch ein Ansporn, da weiterzumachen und genauso noch mehr. Und so, das war für mich die optimale Vorbereitung, weil ich wollte mir nicht vorwerfen können, dass ich irgendwas zu wenig gemacht habe. Ich habe so viel gemacht, bis es mir gereicht hat. Naja, und dann war klar, jetzt muss irgendwie das Werkzeug weg. Es waren irgendwie noch 3 Wochen vor Wettbewerb und es hat geheißen, Spedition will das haben, damit es auch zeitig dahin kommt. Und ich habe mir gedacht, das kann ich einfach nicht machen. Ich habe noch nicht scharf gemacht. Ich habe, ich glaube, 6 Stemmeisensätze gehabt, Hobeleisen, alles, was ich vorbereiten musste. Und Zeit ist mir ausgegangen. Da habe ich beschlossen, okay, ich kümmere mich um diesen ganzen Zollkram selber, was auch spannend war für mich, weil es ja nie so ganz einfach ist, weil Schweiz ist jetzt nicht ganz simpel mit Grenzen. Und dann habe ich mich da reingefuchst, habe die Listen geschrieben, habe mir einen Anhänger organisiert und habe es wirklich so gemacht, dass ich eine Woche vor Wettbewerb dann mein Werkzeug selber hingefahren habe.
hatte also noch mal ein bisschen Zeit, alles vorzubereiten und zu durchdenken. In dem Zuge bin ich dann hingefahren, habe es abgeliefert, so haben die das dann auf die Messe bringen können. Und bei mir war es dann so, dass ich wirklich zum Wettbewerb selber 3 oder 4 Tage vorher privat angereist bin. Meine Freundin hat mich dort abgesetzt und ab da war ich gut aufgehoben und war da, wo ich immer hin wollte. Und zwar ging es dann eigentlich ganz spannend weiter. Wir haben im Hotel erstmal die ganzen anderen Teilnehmer kennengelernt, was auch eher eine Ausnahme ist. Wir hatten die Experten, also die Bezugspersonen der Teilnehmer, dann die Teilnehmer selber, aber nicht nur die Schreiner, sondern auch die Zimmerer. Also es war wirklich eine bunte Mischung weltweit. Man konnte so ein bisschen mit jedem quatschen, mehr oder weniger gut. Und hat wirklich einen total netten und schnellen Einstieg in dieses Thema auch vor Ort gefunden, weil man einfach Leute getroffen hat, die wirklich an der gleichen Stelle stehen wie man selbst oder vielleicht noch von ganz woanders herkommen. Und ab da ging so das Programm los, dass wir halt irgendwie erstmal ankommen und versorgt werden. Jeder weiß, wo sein Zeug ist und wir auch die Messe in Basel dann kennengelernt haben, wissen, wo wir hin müssen. Und hatten noch so ein Programm mit Stadtführung und Ankommen. Und dann ging es aber auch recht schnell los, dass wir auf der Messe uns für den Wettbewerb vorbereiten mussten, weil jeder hatte natürlich Werkzeug in der großen Kiste. Muss ich das so vorstellen, auf dem Wettbewerb gab es mehrere also Bereiche, wo Maschinenparks aufgebaut wurden, so mit großen Maschinen wie Tischkreissägen oder Hobelmaschinen, Fräsen, was man so eben braucht. Und um diese Maschinenblöcke rum waren so Parzellen aufgebaut, wo jeder wirklich einen Arbeitsbereich hat, der exakt gleich groß war wie die anderen. Es war umzäunt, sodass die Zuschauer nicht störend irgendwie da drin rumlaufen konnten. Und wir hatten dann recht schnell auch Maschineneinweisungen, dass wir eben mit den großen Maschinen umgehen konnten, dass da nichts passiert. Das ist das Wichtigste eigentlich auch unter dem Zeitdruck. Und dann ging es auch darum, dass wir uns so ein bisschen einrichten. Jeder hat eine Hobelbank gekriegt und musste sich so ein sortieren, auch gedanklich und seinen Arbeitsplatz aufbauen, dass er genau wusste, ohne hinzuschauen, ich weiß, wo mein Stemmeisen Größe 3 mm ist. Dass du wirklich genau wie zu Hause beim Trainieren weißt, ich kann blind hingreifen und finde das Teil und kann arbeiten. Weil darum geht's, du kannst nicht vor Ort anfangen zu suchen. Also hat jeder sich eingeräumt, das hat sicher über einen Tag gedauert. Und dann ging es auch schon ziemlich schnell auf den Wettbewerb zu. Wir hatten dann einen Tag davor noch die Bekanntgabe vom Stück. Also wir haben hier, muss ich einmal zeigen, den Entwurf, der schon vorher festgestanden hat. Man muss aber dazu sagen, dieses Stück wird für den Wettbewerb nochmal abgeändert und wir erfahren das aber wirklich dann an dem Tag davor. Also wir kriegen Zeichnungen, haben Bilder gesehen und konnten uns schon mal gedanklich darauf vorbereiten, Abläufe im Kopf durchgehen, was sinnvoll ist, weil natürlich Stau an Maschinen immer vorprogrammiert ist, weil es gibt nicht viele. Man hat nur Zeitslots, wo man hin darf. Das heißt, man muss auch wirklich damit rechnen und überlegen, wie lange brauche ich. Was ein bisschen uncool war, weil ich einfach nicht davon ausgegangen bin und es nicht erwartet hatte. Und ja, dann ging eigentlich der Wettbewerb dann am nächsten Tag schon los. Der setzt sich an sich eigentlich ganz simpel zusammen. Es gibt die Teilnehmer und die Experten. Das heißt, jeder Teilnehmer hat einen Experten. Das ist der Berater und der Mentor in gewisser Weise. Die sind dafür da, dass der Wettbewerb läuft, in dem Sinne, dass bewertet wird, dass die Aufsicht stattfindet, dass maschinelle Hilfe gewährleistet wird. Das heißt, an den Maschinen sind Leute, die sich auskennen und die managen das Ganze. Und die Teilnehmer dürfen mit ihrem Experten vorher und nachher eine gewisse Zeit sprechen, aber währenddessen nicht. Also man muss davon ausgehen, dass wenn man Fragen hat auf Englisch, zu den anderen hingeht und sich da irgendwie Hilfe holt, weil man dazu angehalten wird, nicht mit dem eigenen zu sprechen, sonst wie überall gibt es Punktabzug. Genau, dann kamen 4 echt krasse Tage auf mich zu. Man konnte das vorher nicht nachstellen, was da vor Ort dann mit einem passiert und auch körperlich wie mental. Ich bin sehr stark eigentlich, aber da bin ich an meine Grenzen gestoßen. Das muss ich leider schon zugeben. Es war sehr spannend. Wir hatten 21 Stunden Zeit. Das war kurz, es war schnell rum. Es war aber auch sehr intensiv und mit die anstrengendste Woche meines Lebens. Und dann war es eigentlich auch schon rum. Es war der Schlusspfiff recht schnell da und es war super gut. Und der Applaus um einen herum war grandios. In den letzten 5 Minuten gab es Pfeifen, Klatschen, Weinen. Also es war so emotional wie wenig davor in meinem Leben. Und es war echt
wirklich, wirklich cool. Und danach war es so, dass ich am Boden gesessen bin und ich war nicht mehr zu gebrauchen. Genau, so viel zum Wettbewerb. So, ab da war eigentlich wirklich das rum, wofür man ewig lang gearbeitet hat. So ein Druck ist abgefallen, aber trotzdem ist noch irgendwas übrig geblieben von der Anspannung, weil man natürlich immer noch nicht wusste, was dabei überhaupt rauskommt. Es wurde ganz fleißig bis in die Nacht bewertet, was natürlich die Spannung hochhält. Wir selber konnten als Teilnehmer noch richtig toll essen gehen und die Experten mussten arbeiten, was auch fair war nach der ganzen Zeit. Am nächsten Tag war dann die Bekanntgabe der Gewinner und Gewinnerinnen, was wirklich nochmal zu Nervenflattern bei mir geführt hat, weil ich schon wusste, ich bin gut dabei. Natürlich passieren einem Fehler, man wusste auch von vielen Fehlern, aber man hat natürlich auch irgendwie so ein Gefühl gehabt im Bauch, wo man gesagt hat, es könnte vielleicht doch gut sein. Und wirklich erleichtert war ich in gewisser Weise erst, wo der erste Platz vergeben wurde. Es gab drei Goldmedaillen bei uns, weil die wirklich so eng aufeinander waren, dass es einfach um einen Punkt gegangen ist. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, okay, es ist irgendwie schade, ich bin nicht oben, aber ich habe jetzt einfach Gewissheit, es ist so. Und dann hatte ich aber wirklich nochmal ein tolles Gefühl, wo ich doch aufgerufen wurde und eine Medal of Excellence gewonnen habe, und zwar diese hier. Das kriegen die Leute, die eine gewisse Punktzahl erreicht haben und eben für ihre exzellente Arbeit ausgezeichnet werden. Und diese Medaille ist wirklich für mich sehr viel wert, weil das einfach eine Wertschätzung dem gegenüber ist, dass ich wirklich mein Bestes gegeben habe und ein super Handwerker bin. Habe den achten Platz gemacht, wo ich auch wirklich zufrieden sein kann. Ich bin weltweit in diesem Jahrgang der achtbeste Schreiner im Möbelbau, was man auch erstmal von sich behaupten können muss. Und deshalb bin ich super zufrieden und das war ein tolles Erlebnis. Am Ende des Ganzen kann ich eigentlich sagen, es war für mich ein voller Erfolg. Ich habe ultra viel erlebt. Es war unglaublich, was ich an mir entdecken konnte, was ich entwickelt habe an Ehrgeiz, an handwerklichem Geschick, an Weitblick auch über manche Dinge. Es war wirklich für mich selbst wahnsinnig interessant, auch zu sehen, was ich eigentlich auf dem Kasten habe. Davon bin ich vorher nicht ausgegangen, dass es überhaupt in der greifbaren Zukunft dazu kommt, dass ich sowas machen könnte, sowas bauen kann in so einer Zeit. Dann natürlich auch die Kontakte, die ich knüpfen konnte, sind wahnsinnig viel wert. Nicht nur währenddessen, sondern auch für die Zukunft. Ich bin dankbar für jede Person, die mich unterstützt hat und mir da einfach geholfen hat. Und natürlich auch im privaten Kreis alle, die mich unterstützt haben. Das ist eine unglaubliche Last, die man da natürlich auch für jemanden mittragen muss, wenn der über ein Jahr gestresst ist. Das muss man schon sagen. Genau. Und wirklich natürlich auch, ich habe viele tolle Sachen gebaut. Das sind Erinnerungsstücke. Natürlich in dem Zuge habe ich davon jetzt auch viele. Das ist das eine noch. Und das andere ist, dass ich natürlich auch eine Handvoll tolles Werkzeug aus dem Ganzen mitnehmen konnte. Wirklich gutes Werkzeug, das mir hoffentlich mein Leben lang irgendwie halten bleibt. Ich bin sehr vorsichtig, also habe ich da gute Chancen. Genau. Dazu eigentlich mein weiterer Werdegang ist vielleicht ganz passend. Ich werde bestimmt weiterhin viel mit Holz zu tun haben, mein Werkzeug lieb haben. Ich werde das Ganze über Instagram auch begleiten, so ein bisschen dokumentieren, was da passiert und natürlich dem einen oder anderen von euch vielleicht auch eine Idee bieten, was man selbst erleben kann und was das eben auch für Chancen bietet, wenn man im Handwerk irgendwie super ausgebildet ist. Deshalb bin ich sehr gespannt, was auf mich zukommt und freue mich, wenn ihr mich begleiten würdet.
Thank you.